Willkommen bei Sekiro Shadows Die Twice. Oh Mann, der blöde Ogre ist weg, was aber unsere Probleme nicht wirklich beseitigt hat, oder? Hm? Nicht so richtig. Ja, wir machen weiter und, was ich sagen wollte. Moment, Ton aus, so, damit wir nicht gestört werden. Ja, wir haben noch einen Kürbiskern, oder? Ich glaube, ist das Licht schon hell? Es war schon hell. Wir haben noch so einen Kürbissamen und können damit, glaube ich, unsere Heilfrequenz nochmal erhöhen. Ein bisschen dunkel, oder? Ist eigentlich okay, ne? Wenn ich ein bisschen dunkel bin, dann wird das hoffentlich beim nächsten Mal besser. Ich glaube, es ist okay so. Es passt schon. Wir haben so einen Kürbissamen und werden jetzt einmal zurückreisen und uns noch einmal unsere Heilmöglichkeit verbessern. Wichtige Orte, Maroder Tempel. Okay. Ich denke mal, das ist ganz interessant, vor allem, wenn wir dann ja im Nachhinein ab sofort immer bessere Heilmöglichkeiten haben. Und des Weiteren werde ich dann nochmal versuchen, da wo wir beim letzten Mal stecken geblieben sind, wo der zweite General ist, dass wir da nochmal da lang gehen, wo das stand mit diesen Gegnern, die mit diesem... Wie heißt das Zeug? Das könnten wir auch eigentlich schon mal ausrüsten. Hier, göttliches Konfetti. Ich sag mal, das Wanderlust aus Dark Souls. Hallo! Ich bin froh, dass ihr gekommen seid, werter Wolf. Kürbissamen! Diese Macht, sie kommt von Kurosama. Man sagt, das sei die Macht des Drachenerbes, des göttlichen Erben. Wer die Macht der Auferstehung erhält, wird nach dem Tod wiederbelebt. Immer wieder. Lasst mich wissen, wenn ihr noch mehr Veränderungen bemerkt. Ich glaube, dass die Macht der Auferstehung eine... Okay, das kennen wir ja schon. Alles klar. Wiedersehen. Okay, dann einmal schnell reisen und zwar... Archina Umland. Was ist Anwesen? Archina Umland. Treppe. Ich glaube, dass das mit dem Anwesen, mit dem Säufer da, mit dem Trinker, schwieriger ist. Ne, weil der als Boss, finde ich, jetzt schon echt eine große Herausforderung war. Daher versuchen wir es lieber nochmal hier weiter. Bevor wir das da machen. Die Frage ist nur, wie man da hinkommt, da zu diesem komischen... Wo wir dieses Konfetti scheinbar brauchen. Ich meine, darüber kommt man ja nicht, oder? Das sieht so aus da, ne? Aber... Naja, ich glaube nicht. Ich glaube nicht... Machen wir es mal wie immer. Da haben wir schon drei Anwendungen. Das ist ja super. Das war doof. Oh, da ist was. Da oben drauf. Okay. Weiß auch noch nicht so richtig, wo hier der schlauste Weg ist im Nachhinein. Wenn wir hier rauskommen, haben wir auch direkt Gegner vor der Nase. Bringt das irgendwas, wenn wir hier... Ja, theoretisch, hä? Wo geht der hin? Okay. Oh je, oh je.
Echt ein bisschen dunkel, ne? Jetzt bin ich total rot vom Bildschirm. Einigen wir uns mal da drauf, oder? Ich glaube, das ist schon ein bisschen... Boah, jetzt werde ich aber geblendet hier. Oh, ist okay. Okay, merkwürdig, hat sonst mal gut funktioniert, oder? Moment mal. Ich glaube, da hilft nur eins. Uah! Oh, es ist okay. Ja, es ist okay. Uah! Alles gut. So, damit haben wir schon mal einige Probleme eigentlich beiseite geräumt. Das ist super. Und zeigt, dass wir zumindest ein bisschen Stealth vorgehen können. Das freut mich. So. Die haben wirklich nur die Funktion, Alarm zu schlagen. Das ist ja unglaublich nervig. Okay, das heißt, hier kommen wir jetzt auch weiter und können den Typen einfach beiseite lassen. Boah, das wollte ich gar nicht. Und da kamen wir aber nicht weiter, oder? Jetzt nur mal Interesse halber, hier geht's nicht rum. Oder? Da stand ja irgendwas von wegen, man kann die nur besiegen, wenn man eben dieses Konfetti benutzt. Wenn da ist irgendwas, da kommen wir runter. Man könnte jetzt da diese Kante springen, aber ob das richtig ist, das kann ich mir fast nicht vorstellen. Okay. Nehmen wir so an. Aber hier geht es ja auch rum, oder? Aber hier kommen wir nicht rüber. Ernsthaft? Ach, guck mal da unten. Da ist sogar eine Figur. Sehr geil. Ist da oben noch was? Hier bei diesem Gebäude. Genau. Nee. Okidoki. Dann gehen wir mal hier runter. So. So, und Kügelchen. Das freut mich. Gar nichts und eine Figur. Cool. Das hat gut funktioniert. Figur des Bildhauers gefunden. Da ist der Punkt hier. Tal unter der Brücke. Da geht es sogar tatsächlich weiter. Das ist ja... What? Was ist das denn gewesen? Eine Echse. Bisschen stürmig heute. Okay. Hallo. Blutgreifhaken. Ja, okay, das haben wir schon ein paar Mal gemacht. Da ist nix. Was macht die hier?
Alter. Was? Okay, eine große böse Schlange. Ich glaube, die habe ich schon mal im Trailer gesehen, kann das sein? Was zum Teufel? Haben wir nicht gemacht, oder? Knallsamen. Lärchensporn-Samen machen ein lautes Geräusch, wenn man sie knackt, nützt sich, um Illusionstechniken zu brechen. Illusionen werden immer von jemandem erschaffen. Um die Phantome zu zerstören und zur Realität zurückzukehren, muss man den Schöpfer der Illusion besiegen. Knallsamen können dabei eine große Hilfe sein. Oh mein Gott. Eieiei. Oho, das war geil. Garchins Konfekt. Der Senpo-Hohepriester gab dieses Konfekt einem Attentäter-Clan. Es machte lautlos und unsichtbar, sodass sie kaum wahrzunehmen waren. Man muss darauf beißen, um die Garchin-Haltung einzunehmen. Um seinen unmenschlichen Segen zu erhalten. Diese Attentäter erledigen Senpos Drecksarbeit. Eins waren sie Wächter des Tempels. Okay. Geil. Einfach mal ins Auge gestochen. Ich fasse es nicht. Okay. Gebetsperlen 3 von 4, Vitalität 10. Wo sind wir jetzt hier? Reisen. Ashina Burgtor, Festung. Aha. Sieh mal, ein Rauchzeichen vom großen Burgtor. Ist das Kyobu-sama? Der Dämon. Ja, das ist eindeutig Kyobu, der Dämon. Ashina ist sicher, solange dieser Mann die Türen bewacht. Super. Ich sehe schon, dass hier... überall Gegner sind. Wir haben sie schon einmal zurückgeschlagen, aber die Armee des Innenministeriums ist viel zu stark. Und eben darum? Seid ihr auf die Macht meines Blutes aus? Wie viel Macht ihr auch erhaltet? Ihr werdet als Monster erleben. Unfähig, Schmerz oder Furcht zu empfinden. Ich möchte keine Menschenleben beeinflussen. Ich will diesen Leichen kaufen.
Athena kann nicht mit normalen Mitteln bestehen. Ich kann schon. Niemand ist so stark sein wie du. Es ist lange hin sein. Das ist auch schon so lange hin. War jetzt nicht ganz das, was ich mir vorgestellt habe. Akkors-Konfekt. Akkorhaltung. Erhöht Kurzschaden. Erhaltung und so weiter und so fort. Okay. Die Items unten hätte ich natürlich gerne. Keramiksplitter. Und noch des Reichtums. Geldbeutel. Oh, guck mal, hier sehe ich ja jetzt erst. Hier liegen ganz viele Leichen aneinandergereiht. Oh, waren die dünn. Ja, cool, dass man die so leicht töten kann, hätte ich nicht gedacht. Mein armes Pferd. Das Schießpulver hat ihn so erschreckt. Und jetzt ist er tot. Tot. Oh, es tut mir schon wieder fast leid. Handvoll Asche. Okay. Hey, das klappt gut. Das klappt richtig, richtig gut gerade. Lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Weil ich das nur wusste, ha? Huh? Ach du Kacke. Oh, Scheibenkleister, Leute. Entschuldigung, das war jetzt echt sehr wichtig. So, ja, Mist. Ich überlege gerade, er hat doch gesagt Dämon, oder? Ist das hier jetzt ein Bosskampfgebiet? Guck mal kurz, kann man hier rumlaufen? Ja. Aber nicht so richtig, oder? Komme ich hier auch hoch?
Glaub nicht. Er hat doch gesagt, vom Haupttor Rauch, das ist doch da. Hallo? Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ah, hier hat auf jeden Fall ein Kampf getobt. Ich denke mal, dass Mein Name ist Yogo Masataka Oniwa. Solange ich atme, kommst du nicht durch das Burgtor. Kein Geister. Das Burgtor bleibt verschlossen. Ich halte ihn aber tatsächlich jetzt für nicht unbesiegbar. Hälfte des Geldes, ey, das ist so heftig einfach. Ja, okay, im Nachhinein zu dem hinzukommen ist doch ganz einfach, oder? Da kann man doch eigentlich hier... relativ einfach durchlaufen. Ja. Yogu Masataka Oniwa. Solange ich atme, kommst du nicht durch das Burgtor. Das ist also Yogu. Was?
Boah, der hat aber komische Timings, ey. Meint der nicht ernst, oder? Lässt einen wirklich nicht wegkommen, egal wie. Okay, mit etwas Glück kommt man weg. Ich überlege natürlich gerade, wie verrückt, wie wir das irgendwie schaffen können. Wir versuchen es noch einmal. Aber ich finde das Timing von dem unglaublich schwierig. Ist Gyobu Masataka Oniwa. Leichte falsche Bewegung. Und das ist ein Ende. Junge, Junge, Junge. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also bevor wir den schaffen... Also bevor wir den schaffen, schafft man den anderen, glaube ich. Dann können wir mit der Gebetsperle zumindest unsere Fähigkeiten minimal verbessern. Oder habe ich die Belichtung falsch eingestellt von der Kamera? Das kann auch sein. Also ist auch egal. Dann würde ich lieber tatsächlich den anderen nochmal versuchen. Boah, wir verlieren auch Erfahrung. Das ist so unnötig krass einfach. Irata-Anwesen, Umland, Mauertreppe. Wir versuchen jetzt erstmal den einen Weg da an der Seite zu gehen, wo diese Greiffahrt war. Ob das möglich ist. Das kann ich euch aber auch nicht genau sagen. Müssen wir quasi auch erstmal ausprobieren. Kann ich euch auswendig auch nicht sagen. Da muss man wirklich nur wissen, wie es geht. Heißt im Klartext, wir gehen jetzt hier raus. Und verschwinden hier.
Tatsache. Okay. Dann haben wir zumindest hier schon mal einen weiteren Weg gefunden. Ich finde es halt nur echt krass, wie viele verschiedene Wege man hat, ne? Wir haben jetzt schon das Hirata-Anwesen, dann den einen Typen, da sind schon zwei Stück. Und oben den General natürlich, den wir nicht geschafft haben, den General. Und den Kommandanten. Wie ihr möchtet. So, ich gehe mir davon aus, dass wir es gleich brauchen. Gott. Jetzt sind wir hier, oder was? Ach, guckt mal. Ernsthaft? Da war irgendwas. Ihr habt's gesehen? Da saß irgendwas da unten. Das war ziemlich creepy. Jetzt kommen wir, glaube ich, da genau oben hin, wo es ein Item lag. Es hilft uns nicht wirklich weiter, aber hey. Ja. Was ist das hier oben? Nochmal sowas. Und hier war das Item. Sogar zwei Stück. Gegenmittelpuder, kennen wir schon. Göttliches Gras, Geheimmedizin, das kennen wir auch schon. Und hier ist dann, ach, guck mal. Dann ist es gar kein Shortcut, sondern einfach nur ein Weg, der hier runterführt im Nachhinein. Das ist ja interessant. Und was ist das hier? Gar nichts. Okay. Beantwortet nicht die Frage, was das für ein komisches Ding da unten war. Oh Gott. Komme ich da überhaupt runter, oder? Wer hab ich hier? Ein Moment, Leute. Scheiße. Ja, der Kopflose. Das ist ein Boss, gut zu wissen. Das heißt, den können wir nachher jetzt voll gut mit einem Shortcut erreichen. Okay. Ja, Entschuldigung, ich war gerade leicht abgelenkt. So. Momentan habe ich ein bisschen Stress, müsst ihr wissen. Daher zeigt mir, wenn ich hier und da ein bisschen verwirrt bin. So. Aber brauchte ich das Konfetti jetzt? Ich glaube schon, oder? Wer ist denn Grauen?
Okay. Das war ein sehr merkwürdiger Kampf. Schade. Komischer Kampf. Gut, aber ich würde auch sagen, wir machen Poisken. Ich muss mal überlegen, wo wir jetzt am besten weitermachen. Ne? Oh, und unser ganzes Geld ist weg. Ich muss mal überlegen, wo wir weitermachen. Momentan, vielleicht versuchen wir nochmal das Hirati-Anwesen. Oder halt eigentlich, ja, gut. Also ich glaube fast, dass wir uns dann wirklich, ja, schnell weg hier, nochmal hier an unserem guten Typen versuchen. An dem da unten. Ich glaube fast, dass das aktuell der einfachste ist, in Anführungszeichen. Einfach ist er nicht, aber der machbarste, sagen wir es mal so. Ansonsten, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's an der Stelle mit Sekiro und beim nächsten Mal machen wir hier weiter. Ciao!